So, und da sind wir auch schon wieder. Immer noch im selben Rift. Devil ist Level 13 mittlerweile, also er schlägt sich ganz wacker. Wie weit ist Ghost gekommen? Ich glaube, es ist Level 14, ne? Irgendwie so in die Richtung. Also, naja, gucken wir mal. Ist ja eine Sache des Glücks hier, mehr oder weniger. Wobei, der Eingang ist safe, also da sollte es passen. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier noch ein paar Monster killen. Oh, ich muss mal ganz kurz zur Stadt. Mein Inventar leeren. Und dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie eine 2 ankriegen, ey. Oder eine schöne Einhand. Also irgendwas. Irgendwas, was taugt. Warte mal, Thunder. Der Max Thunder. Ach, auf dem Level brauchst du eh kein Legendary Devil. So. Okay, wir gehen mal hier unten links lang. Boah, ich freue mich. Warte mal, ich überlege gerade. Na, Season-Reise könnten wir vielleicht schon machen, ne? Oder? Weil so kommen wir am schnellsten an Set-Items, um uns dann schnell voranzubringen. Oh, oh, fuck, raus da. Oh nein, oh nein, oh nein. Huh! Okay. Halt, stopp! Okay. Was müssen wir denn bei der Season-Reise machen? Wir gucken mal ganz kurz. Ein Neuanfang schließt 5 Kopfgelder ab. Ach genau, das mussten wir machen. Also Bounties. Wären natürlich gar nicht so verkehrt, oder? Weil das lohnt sich eigentlich erst ab Qualstufe. Also vorher ist das doof. Von den Items her einfach. Ist das Verschwendung, wenn du jetzt hier 3 Stunden Bounties machst, um dann, ja, ein Item zu bekommen oder sowas. Weißt du? Ist ein bisschen schwierig. Ach, Qual müssen wir unbedingt kommen, denn nach Qual gibt es erst die Set-Items. Hm, müssen wir aber irgendwie im Hinterkopf behalten, ne? Weil jetzt für nur Legendaries. Nach Qualstufe 1 kriegen wir dann schon die ersten Sets. Das ist das Problem an der Sache. Entweder wir gamblen. Das heißt, wir suchen uns irgendwie eine Möglichkeit, schnell Blutspender zu bekommen. Und das geht eigentlich am easiesten durch Rifts. Oder aber. Wir versuchen uns hier schnell auszurüsten. Durch ein bisschen Glück und Geschick. Ich meine, wir haben ja ein, zwei Tricks, mit denen wir klarkommen, denke ich. Boah, jetzt stoppt er einfach. Meine Güte. Oh, geht doch. Wo ist denn der gestorben? Da unten, alles klar. Gehen wir mal schnell hinterher. Woo! Ich würde mir übrigens mehr Bosse wünschen bei Diablo, ey. Also irgendwann, ne, es gibt so gefühlt 5, 6 Bosse. Hä, wo ist der denn gestorben? Dein Ernst? Wo ist der? Der ist doch nicht hier gestorben. Der ist doch irgendwo anders gestorben. Ich habe keinen Loot bekommen. Was ist da los? Ach, da oben. Ich wollte schon sagen, ey. So, wir rushen hier mal durch. Rushen Standard. Komm her. Bam, 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 bam. Okay, da ist noch ein Schrein, da ist noch ein Schrein. Schreine alle, nice, okay. Direkt nochmal hinterher. Boah, das nehmen wir schnell mit hier. Das nehmen wir schnell mit alles. Das lohnt sich, Leute. Komm hier hin. So, okay, nochmal schnell weiter. Boah, Alter, wie geil. Alle mal ran hier. Wir müssen uns irgendwie noch ein kleines Mini-Build erstellen. Ich meine, das ist schon so ein kleiner Mini-Build, den wir hier haben, aber da gibt es auch schönere Mini-Builds. Also ein bisschen abgestimmtere und vor allem auf Level 70 abgestimmte Builds. Sollten wir gleich mal gucken. Also wir gehen noch ein bisschen zusammenpullen und dann halt nicht so viele Laufwege haben. Das alles ein bisschen effizienter gestalten hier. Komm, du kleiner Goblin, ey. So, was haben wir? Warte mal, die sind noch Level 64. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch ran. Da geht noch was, da können wir nochmal 1000 Schaden rausholen. Okay, 29, wir... Komm, warte mal, machen wir einmal zu. Und dann haben wir... Mach mal ein Höschen. Komm, machen wir mal ein Höschen. Oh, dein Ernst. Dein Ernst. Naja, gut, okay. Die Sachen packen wir erstmal schnell weg. Wie viel atmet es? 34. Reicht nicht ganz, oder? Nee, ich glaube, das reicht nicht ganz. Hm, okay. Ja. Shit. Wieder ein paar Paragon-Level gemacht. Mittlerweile Paragon-Level 16. So, pass auf. Annehmen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Animosität lassen wir drin.
Tobsucht lassen wir drin, Nervenausstrahl gnadenlos. Schlag lassen wir drin, Seitenschwung. Sense, Entschuldigung, Seitenschwung. Das ist quasi die abgeschwächte Version vom Seitensprung, weißt du? Hey, Bock, hey Mädel, hast du Bock auf den Seitenschwung? Kennt man auch immer sehr gern aus dem Judo, weißt du? Komm, lass uns einen Seitenschwung machen. Und dann liegst du da. Von Donnerstag wieder beim Judo. Ich mache das jetzt seit ein paar Wochen. Und normal bin ich immer Dienstag zum Judo gegangen. Ne, das war so, ich sag mal, das Senioren-Judo. Also das, für die Leute, die halt etwas älter sind, so wie 30, ja, das sind mittlerweile Senioren. In 2 Jahren gehöre ich da auch dazu. Naja, ist halt so eine bunte Truppe, weißt du? So eine gesunde Mischung, sag ich mal. Problem ist, da hast du natürlich viele, ohne es herabwerten zu wollen, ne? Aber da hast du halt viele, viele Mutis dabei, die es halt so ein bisschen zur Selbstverteidigung machen. Mit denen du aber natürlich nicht so kämpfen oder kabbeln kannst, wie du es halt so mit gleichaltrigen Kerlen machen würdest, weißt du? Also, ich bin eher der Typ, ich suche, wenn ich Judo oder allgemein Kampfsport mache, suche ich mir so ein bisschen die Herausforderung, ne? Und wenn du da so 40-jährige Frauen hast, dann, ich sag mal, da zögert man so ein bisschen als Kerl. Ist ja einfach so. Ich glaube, ne, du als Kerl würdest das wahrscheinlich nicht anders machen. Auch du würdest da, glaube ich, hingehen und einfach mal so eine Frau so halb das Genick brechen. Da hat man halt so eine gewisse Hemmschwelle, ne? Und deswegen bin ich jetzt vom Dienstag aufs Donnerstagstraining gewechselt. Und Donnerstags ist halt quasi so, ja, wie nenne ich das? Das Profi-Judo. Das heißt, ich glaube, der Schwächste vom Gürtel her ist da braun. Das sind 2 Leute und die Rest haben alle schwarz, weißt du? Und dann ich mit meinem Weißgurt. So, schwarz, 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 braun, braun, weiß. Also, das ist schon sehr, sehr witzig. Aber auf jeden Fall ist das Training sehr, sehr anspruchsvoll, sehr gut, sehr fordernd. Und genau, das ist mein Ding, ne? Also, sich da ein bisschen mit den Leuten zu kabbeln, die was drauf haben, ne? Und echt mal so ein bisschen auszulassen. Da habe ich richtig Spaß dran. Also, hätte ich nie gedacht. Und das Training ist aber auch echt hart, ne? Also, der Trainer ist super. Ein bisschen älter als ich, würde ich schätzen. Natürlich auch Schwarzgurt, was sonst. Und der macht irgendwie so alle 5 Minuten. Okay, komm hier. Bam! 200 Liegestütze. Komm schon! Kannst du! Weißt du? 3, 4, komm, noch 197. Weißt du? Und dann denkst du, nein, ich will nur sterben. Ah, und ja, ja. Also irgendwie noch. Donnerstag mein kleines Ziel geprellt oder gestaucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nicht richtig laufen mit dem Ding. Hab schon überlegt, das einmal abzuschneiden und fertig, weil wozu brauchst du einen kleinen Zeh, ne? Seien wir mal ehrlich, kein Mensch braucht einen kleinen Zeh. Warum der da ist, weiß niemand. Der ist nur da, um sich an irgendwelchen Kanten zu stoßen. Ist einfach so, ist Fakt. Naja, und auf jeden Fall dann so ein bisschen gekabbelt, also Sparring und Randori gemacht. Randori ist halt so ein bisschen Technik und Bodentouren und sowas, ne? Also Bodenkämpfen. Ähnlich wie Wrestling, kann man sagen, auf dem Boden. Ja, und aber mit den Schwarzgurten ist das halt sehr, sehr interessant und macht doch echt Spaß, ey. Also, lernst du sehr viel. Also, ich glaube, ich mache jetzt seit 2 Monaten, 2,5 Monaten Judo. Und ich habe schon echt viel gelernt. Also, kann ich echt nur jedem empfehlen. Naja, nächsten Monat geht es dann dazu, meinen ersten Gurt zu machen, meinen weiß-gelben. Dann im April meinen Gelb machen und dann ab September bei Turnieren teilzunehmen. Habe ich voll Bock drauf, ey. Oh, wieder Riker hier. Sehr gut. Also hier unten, seht ihr gerade nicht, ist meine fette Cam drüber. Meine Boob-Cam. Das wäre doch mal was. Eine Boot-Cam und eine Boob-Cam. Aber meist nur die Frauen auf Twitch, ne? Also die weiblichen Streamerinnen. Eine Boobcam. Da siehst du ja nicht den Kopf, weißt du? Da ist dann quasi nur. Warte mal. Geht ja bei mir auch super. Pass auf. Zack. Hier dann ein bisschen Ausschnitt zeigen und dann hast du schon deine Boobcam. Bringt Views. Bringt Donations. Ja, ja. Ne, wenn jetzt zu doof bist, um arbeiten zu gehen, wirst du Streamerin. Ich sag mal so. Einmal Titten in die Cam halten und fertig. Die ganzen Pubertieren, die fahren total drauf ab. Ist einfach so. Machen wir uns nichts vor. So, wir latschen mal weiter. Da hinten war noch Gold. Das würde ich gerne mitnehmen. Und die Mets natürlich auch. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Oh, warte mal. Da ist eine Truhe. Wie kommen wir da ran? Achso, ich kann ja einfach springen, ne? Ich hab's vergessen. Jetzt wäre ich fast rübergesprungen, verdammte Axt.
Wenig Elite-Gegner hier. Oder sind alle schon tot? Das kann natürlich auch sein. Man munkelt, man munkelt. Aber warum mache ich nicht einfach so? Die sterben dadurch auch, oder? Oder sah das nur so aus? Okay, es sah nur so aus. Sie sind doch nicht gestorben. Ja, ist okay. Fällst du jetzt auch rum, oder? Jetzt komm schon! Okay, da platzt er von halt. Und er hat erstmal fettes Level-Up. GZ. Okay, die sind vom Paragon natürlich alle etwas höher als wir. Wir sind jetzt hier 18 und die so 119, 210. Läuft bei denen. Ich will... Oder wütender Ansturm wäre natürlich auch sehr geil, ne? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... wir müssen gleich Schultern craften. Beziehungsweise Schultern gamblen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen wütenden Ansturm. Dann haben wir schon mal hier unseren Schaden von wütenden Ansturm gut geprockt. Beziehungsweise erhöht. Müssen wir gleich mal gucken, ey. Das wäre geil. Dann können wir schön durchrushen. Ja, sogar am Anfang besser als der Wirbelwind, weil für einen Wirbelwind brauchst du mehr Equipment. Für einen Ansturm, Barb oder Bild brauchst du am Anfang nur ein, zwei Teile. Dann hast du das schon erledigt. Da kannst du drauf aufbauen. Sollten wir unbedingt drauf hinarbeiten gleich. Müssen wir mal gucken, ob wir das so einfach hinkriegen. Komm, Gula! Okay, Plus, kannst dich zu uns porten. Oh, bei mir ist es ein Mal. Jetzt ist es ein Plus. Oh, fuck. Puh, sorry, ich hab dich fast hier in eine Bredouille gebracht. Okay, wir gehen zurück zur Stadt und dann gehen wir mal ganz kurz gamble. Vielleicht haben wir Glück. Würde ich mir fast wünschen. Das kommt einmal alles in den Müll. Hashtag Entwertung. So, und dann können wir hier mal gucken. Also, wir brauchen, wie gesagt, Schulterschutz. Nein. 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 Komm, einer. Und. Nein. Scheiße. Kackendreck. Pass auf, vielleicht haben wir genug Atem des Todes. Das kann natürlich sein. Und wir haben... Brauchen wir 25 oder... Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Lass uns mal die Lage checken. Ja, wo ist den Cube-Bomb? Meine Nase, ey. Manchmal wünsche ich, ich wäre Michael Jackson. So, 1, 2, 3, 4. Reicht das? Nice. Rekos Bürde. Läuft. Nice, schon mal Teil 1. Oh, direkt so ein Item rausgefallen. Das heißt, wir brauchen 25 dafür. Okay. Wirbelwind. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt nur einen Teil davon. Das ist das Problem an der Sache. Aber der war gerade eh umsonst. Ne? Wirbelwind haben wir nicht gehabt. Das heißt, den können wir erstmal wegpacken. Gut. Hilft uns ein bisschen. Ist ein guter Anfang. Ich denke, bis Ende der Folge sollten wir eventuell noch was Gescheites hinkriegen. Ah, Blackthorns. Okay. Schenke ich dir. Waren zwar nicht meine, aber schenke ich dir trotzdem. Einfach, weil ich ein guter Mensch bin. Ich verschenke das Zeug anderer. Weißt du? Man nennt mich auch Robin Hood. Privat laufe ich immer mit Pfeil und Bogen und so einen Hut rum, weißt du? Diese grünen Hüte. Wie man sie von Förster kennt. So, jetzt bringt mir leider die Bürde nach gar nichts. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Wir brauchen noch einen Teil. Da sollten wir echt warten, bis wir jetzt 25... Ah, da ist die Musik. Ich wollte schon sagen, wo ist die Musik hin? Müssen wir 25 Atem des Todes haben und dann machen wir nochmal was. Irgendwie eine Brust oder... ja, wir gucken mal. Wir finden schon was Schönes. Irgendwas Schönes, Mensch. Komm, stirb einfach. Yeah, nice. Amulett Kimbos Gold. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gucken wir mal, ob das auch ein bisschen tauglich ist. Leider nein. Wenn ihr Gold aufsammelt, werdet ihr um den gleichen Betrag geheilt. Aber 21% weniger defensiv ist natürlich schon eine Hausnummer. Das können wir nicht so einfach machen. Da müssen wir drauf verzichten. Komm, spring mal hier rüber. Und übrigens jetzt bei 14 Millionen Zähigkeit gebufft. Wir sollten uns vielleicht wirklich gerade nur auf Elite-Packs konzentrieren. Weil Trash, wie gesagt, bringt halt erstens nicht so viel EP. Und andererseits ist es Zeitverschwendung, weil wir in der Zeit halt keine Arten des Todes bekommen. Das heißt, wir sollten jetzt hier wirklich vielleicht ein bisschen effizient vorgehen, um uns hier unser Equipment zu besorgen. Damit wir hier wirklich mal ein bisschen rushen können, weil ohne Qualstufe hier rumzufarmen, ist halt relativ sinnlos. Auf Qual 1 sollten wir zumindest kommen. Also ich lasse sie da erstmal stehen. Töte uns gerade eh nicht unbedingt. Komm mal her, ja. Bam. So, bam. Da haben wir noch eine Truhe. Einmal zurück. Goblin, wie sieht's aus? Sammelst du mein Gold? Ist ja eigentlich der. Ach, guck mal, da ist er. Okay. Da hinten war wieder ein Pack. Er hat es umgenietet.
So, gleich nochmal schnell hin. Ah, nichts, ey. Nichts, nichts, nichts. Okay, geh nochmal runter. Und Level up, Level 20. Nice. Und hier haben wir das nächste Päckchen. Wir können die auch nicht zusammenziehen, ne? Wir sollten Sprung wieder ändern, dass wir die zusammenziehen können. So, er ist down. Okay, hier haben wir einen Atem des Todes. Da geht's in die nächste Ebene. Ach, halt, da ist noch einer. Nice. Dann gehe ich mal hier rum. Reflexionsbrunnen ist natürlich nicht verkehrt. Nehmen wir mal mit. So. Jetzt einmal durch. Da können wir natürlich auch super Ansturm nutzen, weil mit den Gegner, den wir damit treffen, setzen wir den Cooldown zurück und können halt schön durchspeeden hier. Das läuft ganz gut. Wie man sieht. Folterwerkzeug immer gern gesehen. Okay, ja, da unten wahrscheinlich einige Elite, wie ich sehe. Faultopf. Helden. Heldenfleischer, nicht Hodenfleischer. Ja, der mit den Fleischhoden, weißt du? Er wird erstmal gehämmert hier. So, genau, gib meinen ganzen Scheiß her. So, jetzt konnte er herkommen. Okay, dann gehe ich nochmal ganz kurz die Atem des Todes holen. Alles im Mittelgang war das, glaube ich, ne? Könnt ihr euch schon zumachen, liebe Gruppe. 20 Sekunden reichen mir oder 30 Sekunden, um den Loot aufzusammeln. Einmal durch. Gehen wir mit. Da, ein Atem des Todes. Wie viel haben wir jetzt? 3. 18 hatten wir, also 21 bis jetzt. Das ist wirklich ein langer Gang hier. Was zur Hölle? Voll der Zipfel. Das machen wir noch zu. So. Meine alter Falter, was ist denn hier los? Zweites Gefängnis direkt dran. Geil. Kann man machen. Komm, Legendary! Ah, naja, gut, okay, fast. Ja, natürlich hart jetzt, wenn da ein Legendary rausfällt. In der Sekunde, weißt du, Ding! Rift geschlossen, rausgeportet. Scheiße! Okay, das kann erstmal weg alles. 1, 2. Oh, ein Tiefenwühler. GZ, schenke ich dir. So, das nehmen wir einmal hier mit. Kadala, wie sieht's aus? Ich bräuchte mal was Schönes. Am besten so einen schönen Beinschutz. Warte mal, gibt's hier überhaupt Beine? Doch, Tatsache, gibt's. Beine, Beine, Beine. Angst habe ich keine, aber Tassetten der Ödlande hier. Verdammte Axt, na gut. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Verbessern uns halt einfach, ne? So, dann kann das hier einmal weg. Zack. Amulett kann auch weg, brauchen wir gerade nicht. So, jetzt machen wir das einmal hier mit rein. Zack, zack, zack. So, die Items, ach, die ganzen Mats wollte ich übrigens mal ein bisschen sortieren. So, kleines Durcheinander hier gerade. So, die Steine kommen erstmal hier in die Ecke rein. Ab in die Ecke rein, so ist fein. So, 21, da fehlen auch noch ein paar. Aber damit können wir leben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge... Warte mal, halt, gambeln wollt. Ach nee, haben wir schon, okay. In der nächsten. Ach so, warte mal, Steine. Halt, stopp. Halt, stopp! Wir machen ein bisschen Schaden rein, weil defensiv haben wir genug. Oder warten wir mal, wir gambeln nochmal schnell. Ach, gambeln. Machen die Steine ein bisschen besser. Und zwar diese hier. Was? Sei jetzt nicht, das hat verdammt nochmal Atem des Todes gekostet, oder was? Ach so, nee, wir können nicht mehr machen. Ach so, okay, alles klar, ist okay. Einmal dahin und dann haben wir hier in dem Fall 213.000 Schaden. Nicht viel, ich weiß, aber es ist okay. Ne? Und dann sehen wir zu, dass wir uns noch hier in der nächsten Folge ein bisschen ausrüsten, damit wir mal vorankommen und dann auch gegebenenfalls auf Qualstufe 1 hoch können. Das ist unser Ziel. Bis dahin, ciao.